Ja, ich bin es wirklich. Ich war beim Friseur, wie ihr sehen könnt, deswegen hat sich ein bisschen was verändert, falls ihr mich nicht wiedererkennen solltet. Aber so viel ist es ja jetzt letztlich auch nicht geworden, ne? Also es geht, mir gefällt's. Vielleicht ein kurzes Update für die, die es interessiert. So sehe ich jetzt aus. Die Haarlänge, Haarfarbe. Pony ist es geworden, wie man unschwer erkennen kann. Ansonsten nichts Besonderes. Ich wollte heute ein Lieblinge der Woche Video machen. Schnelles, kurzes. Eigentlich sollte es am Sonntag schon kommen, aber ich habe es am Sonntag irgendwie etwas verschwitzt, dass wir schon Sonntag haben. Und gestern war ich den halben Tag beim Friseur und gestern Nachmittag abends war ich einfach zu müde. Deswegen jetzt schnell nachgeholt ein schnelles, kurzes Liebling der Woche Video. Liebling der Woche war letzte Woche für mich ein Kosmetikprodukt. Ein Rouge, um genau zu sein, und zwar, tada, Überraschung, aus der Manhattan Loves Oktoberfest Allee. Das ist die Nummer 65M Pink Gaudi. Für mich ein absoluter Liebling, weil es selbst für sich steht, wenn man es aufgetragen hat. Ich trage es auch heute. Ich gucke immer so zur Seite, weil da der Bildschirm, also da ist der Bildschirm von meinem Notebook und da kann ich mich selbst sehen. Und ich habe gerade geguckt, ob man es erkennt. Ich habe es auch heute drauf. Sehr leicht. Ich finde, das hat eine ganz tolle Farbe, eine ganz tolle Farbabgabe. Und ich liebe es einfach. Es zaubert eine Frische ins Gesicht. Es zaubert Farbe ins Gesicht, wenn man sonst nicht wirklich Farbe trägt. Ich habe heute auf den Augen eigentlich gar keinen Lidschatten drauf. Und auf den Lippen, wie ihr seht, eigentlich auch nichts drauf. Und da finde ich den Farbton einfach toll. Für mich top. Wenn ihr auch gerne mal so auf natürlichen Look steht und eine Farbe braucht, die sichtbar ist, die Frische zaubert. Und besonders wenn ihr ein kalter Hauttyp seid. Also für warme Hauttypen weiß ich nicht, ob man die empfehlen kann, aber für kalte Hauttypen auf jeden Fall, weil es halt so ein lila Pink, eher Pink ist. Ja? Das heißt ja auch Pink Gaudi. Ja. Und von daher, für mich ein Tipp: 6,99 € die Woche ganz oft getragen. Liebling der Woche. Tschüss!